Moin Moin und willkommen zurück zum 16. Spieltag der SV Sandhausen-Karriere hier in Saison Nummer 2. Heute geht es nach Fürth zur Spielvereinigung aus Fürth. Wir sind nur noch Tabellendritter zwischenzeitlich, weil Ingolstadt zwischenzeitlich gepunktet hat. Sie haben 3-2 bei den Löwen gewonnen. Wir können mit einem Punkt uns Platz 2 wieder zurück erobern. Das soll nicht das Ziel sein, klar, aber man muss auch weiterhin gut punkten, um dem Vorstandsziel im Aufstiegskampf dabei zu bleiben, gerecht zu werden. Und, mein Gott, um überhaupt, Entschuldigung, die gute Saison, die wir bislang spielen, weiter fortzuführen. Wir werden natürlich mehr oder weniger in Top-Besetzung auflaufen mit zu Yusegutta Pasu. Heute mal Vollmann für Piotrowski. Und Meffert für Dorsch. Rosbach darf nochmal für Paccarat ran. Ne, darf er heute nicht. Wir werden so rum reingehen in die Partie. Im Sportpark Grünhof. Darmstadt empfängt Braunschweig und Union Berlin zu Gast in Dresden zum Ost. Ja, Derby, Ostspiel, Ostknaller. Und damit auf geht's. Und wir sind natürlich eine richtig enge Partie, eine spannende Partie heute in Fürth. Robert Zutritt heute auf seinen Ex-Club. Im Pokal konnten wir die Partie gegen Fürth mit 1-0 zu Hause gewinnen in der Verlängerung. Heute wird es hier keine Verlängerung geben und heute muss es nach 90 Minuten, oder gibt es nach 90 Minuten ein Ergebnis? Und das hat Bestand. Natürlich wünschen wir uns und wir werden alles dafür tun, hier in Fürth heute dreifach zu punkten. Wir werden dann noch kurz auf die Aufstellung der Gastgeber schauen, wenn die Fürther heute auflaufen. Vorher nochmal vielleicht einen Blick auf die Tabelle, wenn die Regie uns das gewährt oder was. Lässt die Regie noch was zeigen? Ansonsten können wir eigentlich rein in die Partie. Da ist nochmal ein Blick auf die Tabelle, genau. Wir Dritte. Fürth wird Platz 14 da oben gar nicht zu sehen. Aber, doch noch Platz 7. Ach, bitte, die Hütter. Können wir an einem Sieg bis auf 3 Punkte an uns heranrutschen? Was sage ich denn da? Also, auch für die hier wichtig, dieses Spiel heute. Burchard im Tor. Dann Naray, Pinter, Guganik, Franke, Gieselmann, Landu, Hofmann, Jasula auf der. In der 2 Mittelfeld, dann Jasula, dann Berisha und Dursun, 1-2, so rum wahrscheinlich. Denke ich mal, wird es aussehen. So, und wir stoßen an. Mein Gott. In Schwarz. Von rechts nach links in den ersten 45 Minuten. Auf geht's. Stolarski. Wir werden versuchen, über Konter diese Partie zu eröffnen. Mal gucken, was damit anzufangen ist. Vor allem manchmal mit dem Ballverlust. Berisha. Berisha wird nicht gut. Gnarr stark gegen Kiste. Voll Höhle. Gnarr setzt sich da durch. Naray, Paccarada, Gordon, Enzmeier, Höhler, Paccarada, Robert Chu ins Zentrum, nein, Guga nicht klärt. Der Ball nach Rai, gut dazwischen. Jasula nach Rai, Knaller pariert den Ball. Stolarski. Und da ist das kein Foul.
gut dazwischen. Und dann gibt es das Foul. Jasula für die Vierte. Langer Ball. Dursun gibt Einwurf für Sandhausen. Meffert mit dem Einwurf. Bakarada. Das ist jetzt stark gespielt. Höhler, der wartet, dass Meffert läuft. Meffert läuft, bekommt den Ball aber nicht perfekt zugespielt von ihm. So, die führt er wieder über Landu. Nach außen wieder nach Rai, der viel mitmacht. Der Ball ist nicht schlecht. Der starke Ball für Jada Dursun. Und der macht das 1:0. Für die Spielvereinigung Greuther Fürth in der 17. Minute. Im Sportpark Ronhof. Matras. Stolarski. Ballverlust. Aber er bleibt am Ball und kämpft. Wichtig. Und dann der schlechte Fehlpass. Gut dazwischen. Jasula. Ablage. Und der Abschluss von Berisha, der wieder knapp am Kasten vorbeigeht. Also die Sandhäuser sind knapp. Bakarada, Meffert, Vollmann, zu, Linzmeier, zu, Höhler, geht vorbei, Höhler, nicht der Abschluss, also nicht der Ausgleich, der Abschluss, ja, aber der Ball am kurzen Eck vorbei, keine Chance. Und da wäre Bechert auch, wo ich auch da gewesen. Langer Ball. Berisha. Vollmann. Nein. Meffert. Dola Insmeier. Und dann ist es. Das Foul oder unterbrochen, denn die Fürther werden verletzungsbedingt wechseln müssen. Da kommt nämlich Bungi Duka, der nächste. Ex-Sandhäuser. Bakarada. Meffert. Zu. Guter Ball für Corbinian Vollmann. Corbinian Vollmann. Burchert. Und das ist dann die Situation. Solche Dinger sind eben bei den Fürthern reingefallen, bei uns nicht. Vollmann. Linzmeier. Höhler. Höhler. Höhler Flanke. Nee, doch, doch, Tor. Robert zu, wo? Mit der Führung in führt. Der Ball ist irgendwie drin. Robert zu mit dem zweiten Saisontor. In dieser Partie. Der wichtige Ausgleich gegen die Fürther. Arai. Wungugiga. Landu Landu. Matras dazwischen. Jasula. Wangiduka. Bakarada dazwischen. Sandhäuser, wir gehen mal zurück. Pinter. Wungeduka. Meffert. Höhler. Robert zu. Im Zweikampf, da hat sich der nächste Fürther, glaube ich, verletzt. Das sieht nach dem Sechser, nach einem Pinter aus. Er versucht es aber anscheinend nochmal. Es ist Hofmann sogar, gar nicht Pinter. Der versucht es auch noch weiter.
Kiste. Meffert. Höhle. Vollmann. Zu wird gefault gegen die 28. Ist das Franke, der da gelb kriegt? Ja, es ist Franke, der da gelb kriegt. In der 43. Minute. Freistoß. Der Ball abgelegt, Meffert. Meffert versucht's gegen Narek, das Ding zurück. Aber die Ablage kommt nicht an. Nachspielzeit läuft schon, 3 Minuten gibt's oben drauf. Und da ist Pakarada. Narei. Ungiduka. Narei. Dursun, dann ist ja aber Pause entführt. 1-1 steht es. Zur Pause zwischen dem FSV, zwischen Mühlenkotter Fürth und dem SV Sandhausen. Und wir fangen an. Darmstadt 0-0 gegen Braunschweig und Union Berlin 0-0 gegen Dresden. Hier auch 1-1, also alle drei Spiele unentschieden. Und damit gehen wir rein in diesen zweiten Durchgang. Auf geht's. Wir werden auch hier wieder anfangen. Etwas offensiver versuchen aufzustellen. Gut dazwischen, Meffert. Vollmann, Robert Zu, der versucht eine Anspielstation zu finden. Findet sie dann auch in Corbinian Vollmann. Corbinian Vollmann macht das gut gegen zwei, holt immerhin, hier gibt Abstoß, glaube ich. Ja, holt auch nicht mal mehr den Eckball raus, gibt Abstoß. Burchards, langer Ball, Matras gewinnt den Kopfball nicht. Sama gibt sogar Freistoß für Sandhausen, Handspiel da wohl gepfiffen. Gordon, wohin der kurze Ball, Matras. Meffert nach außen mit Pakarada, der braucht gegen Narei zu lange, bekommt aber den Freistoß. Ne, gibt Einwurf sogar nur. Okay, aber gut. Meffert. Was für ein Ball ist denn das, bitte, von Meffert. Sama führt da im Konterspiel. Gut dazwischen. So. Stolarski, nächster Fehler. Dursun. Kiste. Stolarski. Vollmann, jetzt wird's mal direkt der Sandhäuser, Meffert. Und wieder ist Narei dazwischen. Vollmann versucht drauf zu schieben, das ist Landu Landu. Gut dazwischen, so jetzt mal Vollmann. Der gute Ball versucht in die Spitze. Wir sind wieder dazwischen. Vollmann. Linzmeier. Stolarski, Übersteiger versucht. Ne, Gieselmann klärt. Sama. Gieselmann ins Zentrum, Dursun. Gieselmann. Sama. Gut dazwischen, Matras, Gordon. Meffert. Linzmeier mit der Hacke. Der Chipball wieder, der kommt nicht an, weil Franke dazwischen ist, und jetzt ist Stolarski natürlich nicht auf seiner Linie, sondern Gieselmann hat richtig Platz. Stolarski nimmt ihn dann wieder mit auf und es gibt sogar Einwurf für Sandhausen. 63 Minuten rum. Stolarski mit Gordon, mit Matras, mit Vollmann, das ist Köhler, Pakarada zu Stolarski. Was für ein Ball. Richard Linzmeier, der kommt aber nicht ganz ran. Der Ball war nicht schlecht gedacht. Aber trotzdem. Stolarski macht jetzt wieder die ganze Seite auf. Gieselmann. Gieselmanns Flanke. Gut dazwischen. Meffert.
Guter Zwirn. Matras, nein. Ballverlust, bitter. Jasula, Jasula, Jasula. Knaller ist irgendwie da. So, 70 Minuten, die gleich rumbewerten. Wechseln. Linzmeier raus. Winter rein. Erster Wechsel erstmal. Und wir werden jetzt taktisch hier mal eigentlich umstellen. Die Ecke kommt. Er verklärt erstmal den Eckball. Rüber zu. Nein. Freistoß. Freistoß sogar für die Fürther. Sama. Höhler. Winter. Winter. Gieselmann. Stolarski. Winter. Matras. Meffert. Höhler. Wieder gute Zwischen. Wieder Giavuca, Landu, Landu. Einwurf für die Fürther. Jetzt mal auf Ballbesitz mal umstellen. Und dann schauen wir mal. Matras. Winter. Über zu, Vollmann. Gerade Vollmann. Robert zu. Der Ball, nein, Gieselmann dazwischen. Gut dazwischen. Vollmann. Robert zu. Und das ist Winter, der legt die nochmal ab. Und das muss es sein, das ist es nicht, weil Lukas Höhler nicht abzieht und Vollmann gar nicht an den Ball kommt. Das darf nicht wahr sein, den muss Winter alleine machen. Winter setzt sich ja jetzt gut durch die Flanke, abgefälscht. Burchardt kommt dran vor Vollmann. Wenn du solche Riesendinger nicht reinmachst, dann darfst du dich nicht beschweren. Wenn du vielleicht sogar noch einen fängst. Vunguidika, gut dazwischen von Kister. Nochmal Eckball für die Fürther. Er kommt nochmal von Jasula. Tova Bohu, Jasula bekommt den zweiten Ball. Die Flanke ist deutlich präziser. Kalle Juri köpft den Ball am Kasten vorbei. 88 Minuten gespielt. Knallers langer Ball. Richtung Robert zu, die Kopfballablage. Findet nur wieder Guganik. Der Narei, aber Winter ist dazwischen, der macht das gut. Und der Ballverlust dann aber gegen Landu Landu. Franke, Pinter, Jasula nach außen nochmal, Kaleju noch Pinter, da sind wir dazwischen. Irgendwie zumindest Winter nochmal. Der Ball ist nicht schlecht, aber Höhler kommt nicht entgegen. Und dann ist hier nämlich Schluss. Und am Ende trennen sich die Spieler in Greuther Fürth und der SV Sandhausen 1:1. Ein leistungsgerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Es hätte auch 2:2 ausgehen können. Beide Mannschaften heute nicht wirklich. Die Mannschaft, die hier mehr Schüssen aufs Tor, wie mit mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe für Passgenauigkeit, bei den Fürthern wieder etwas besser. Also ich würde sagen, am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Braunschweig gegen Darmstadt 1:1. Union Berlin gewinnt in Dresden 1:0. Damit sind wir nach 16
spielen in der Tabellendritte, punktgleich mit Ingolstadt auf dem vierten Tabellenplatz. 6 Siege, 9 Unentschieden. Erst eine Niederlage in dieser Saison, aber deutlich zu viele Remis, denn wir sind die Remis-Könige der Liga. Und damit mit 7 Gegen runter auch die beste Defensive der Liga. Aber naja, ne, alles gut. Wir schauen mal rein, wie es weitergeht. Im nächsten Part, erstmal geht es weiter mit dem DFB-Pokal. Und da dann mit dem Spiel zu Hause im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird bestimmt ein Knaller. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, dann seid gerne im nächsten Part mit dabei. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder was auch immer, wann auch immer ihr den Part seht. Und dann würde ich mich freuen, euch im nächsten Part gegen Gladbach begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao.